Ist dein Weg noch richtig, den du gehst? Diese Energie, diese Frage, die kommt im August ganz besonders stark hervor. Und diese Frage wird unser Leben jetzt im August beschäftigen und bestimmen. Wenn ihr euch mein Hintergrundvideo anschaut, dann seht ihr eine wunderschöne Sommerwiese und oben drüber diese dunklen Wolken. Ich stehe gerade mal auf und diese dunklen Wolken, das sind die eher negativen oder belastenden Energien vom August, die, ja, sage ich mal, ein bisschen schwer an uns vorübergehen, die nicht so einfach zu ertragen sind und mit denen wir also dann auch, ja, in die Situation kommen, wo wir uns überlegen sollten, ist denn mein persönlicher Weg, wo ist der in Ordnung, wo ist er vielleicht nicht ganz in Ordnung? Also es geht darum, sich diese große Frage zu stellen, ist dein Weg noch richtig? Wenn du das für dich selbst geklärt hast, dann hast du schon mal im Innen aufgeräumt. Dann geht der Blick weiter auf deine Umgebung, auf deine Familie, auf das Kollektiv und auf die Politik. Und da wird's dann etwas schwieriger mit der Politik, denn die dunklen Wolken, die stehen auch immer noch für die Schleier, für die Verschleierung, die uns ganz besonders jetzt im August auch, ja, gegenübertritt. Wir sind dabei, die Wahrheit zu erkennen, aber die Schleier sind doch noch ziemlich dick, ziemlich träge, so wie das Bild da hinten. Sie lüften sich manchmal und dann kommt es doch wieder. Also es ist wirklich an uns selbst gefragt, an jeden selbst, sich diese Frage zu stellen. Ist das alles stimmig, was jetzt gerade passiert? Ist das das, was meinem Leben entspricht? Das geht bis ungefähr zum 9. bis 15. August, ist diese Fragestellung von der Energie her sehr unterstützt. Es geht darum, dass wir erkennen, was der richtige Weg ist. Bei dir selbst, bei der Familie, bei deinen Freunden, bei deiner Umgebung, bei der Arbeit und in der Gesellschaft. Also das ist eine ganz große Geschichte. Und es betrifft natürlich auch das Kollektiv, denn für das Kollektiv, also für alle Menschen, gilt genau die gleiche Frage. Ist es noch der richtige Weg, der uns hier immer vorgegeben wird? Ist es das, was wir wirklich wollen? Und wie gesagt, Mitte August kommt dann eine intensive Inspirationsenergie, welche es möglich macht, neue Gedanken, neue Ideen, neue Ziele plötzlich zu haben. Das wird also sehr unterstützt. Und da kann noch mal was Neues auf uns zukommen, wo wir dann sagen, oh ja, dieser Weg, der fühlt sich besser an und ich gehe dann jetzt den neuen Weg. Das ist also auch gleichzeitig eine Einstimmung in die Aufstiegsenergie, die ja auch sehr intensiv die ganze Zeit schon wirkt, die auch nicht aufhören wird. Und die geistige Welt beobachtet alles, was geschieht auf der Erde. Denn es gilt ja, die Erde in die göttliche Ordnung zu rufen. Und von daher haben wir also Mitte August diese Inspiration und die große Einstimmung zum Aufstieg. Es werden also jetzt auch vom 8.8. her, wenn man an das Löwentor denkt, wo das große Löwentor sich öffnet, richtig intensive Energien auf die Erde geschickt, die sich dann Mitte August in jedem von uns so entfalten, wie wir es annehmen können. Und dann bekommen wir ganz wunderbare, schöne Aufstiegsenergien, die uns dazu bringen, klarer für uns zu sehen, die uns dazu bringen, auch klarer im Außen, in der Politik durchzublicken, was hinter den Schleiern heimlich vorbereitet wird. Denn vieles ist ja nur dazu da, um uns zu beschäftigen, so wie auch die C-Krise ist da, um uns zu beschäftigen, nicht um uns vor einer Krankheit zu schützen. Denn es wird hinter den Schleiern werden ganz andere Dinge konstruiert, sage ich jetzt mal. Es werden andere Ziele verfolgt, als wie uns gesagt wird.
Und wenn wir dann Mitte August in diese Erwachensenergie hineinkommen, haben wir viel mehr Klarheit und können auch erkennen, wir werden mehr erkennen, was wirklich los ist. Und wir werden dadurch uns leichter entscheiden, welchen Weg wir denn in Zukunft gehen möchten. Das geht bis ungefähr Ende August. Ende August haben wir praktisch die richtigen Erleuchtungen, kann man sagen. Erleuchtungen für das, was noch kommen wird. Und wir bekommen auch viel Kraft, um durchzuhalten, um den Weg, den wir letztendlich wählen, damit wir den auch wirklich durchhalten können. Und wir bekommen ganz viel Kraft, um präsent zu sein, um uns also nicht schlafen zu legen oder nicht hinzuhören, sondern um wachsam zu sein und auch dadurch durch diese Wachsamkeit zu spüren, was geht hier vor sich, was ist los und wo in diesem ganzen Wirrwarr ist mein Platz. Darum geht es letztendlich, im August seinen Weg und seinen Platz zu finden. Und zwar kann das durchaus ein neuer Weg sein, durchaus eine ganz neue Kraft sein. Jetzt sollte man sich nicht von außen so sehr beeinflussen lassen, denn dann geht diese Kraft auch wieder verloren, die man hat. Dann geht diese Klarheit verloren. Sobald viele Energien von außen auf einen einreden, auf einen zukommen und man sich dann nicht konzentriert auf das Innere, läuft man Gefahr, dass man diesen Weg verliert. Deswegen ist es wichtig, jetzt gerade am 8. August zum Löwentor diese wundervolle Erleuchtens- und Erwachensenergie aufzunehmen und in uns, in unseren Körper Platz zu geben. Denn dies ist die Verbindung ja auch zur geistigen Welt und zur göttlichen Ordnung. Und alles, was uns von der Politik erzählt wird, ihr vergesst nicht, dass bald Wahlen sind. Da wird vor einer Wahl immer alles Mögliche erzählt, was dann meist nicht gehalten wird. Und so sind viele Versprechungen, die gemacht werden, dann auf einmal weg. So war es schon so oft und so ist es dieses Mal fast noch extremer. Denn von diesen Energien, von diesen August-Energien, wo wir tatsächlich von der geistigen Welt hingewiesen werden, geh deinen Weg, beobachte deinen Weg, ist er noch gut, ist er noch passend zu dir. Und wenn ich jetzt meine Augen schließe, habe ich so ein Bild vor mir, dass wenn alle Menschen tatsächlich sich darüber im Klaren werden würden, was denn nun der Weg ist, dass wir dann wieder eine Einheit bekommen würden. Denn im Moment läuft es ja darauf hinaus, dass wir eher getrennt werden. Das hat schon lange angefangen, dieses Getrenntwerden. Und dieses Getrenntwerden hilft halt auch wieder, den Machthabern uns schwach zu machen. Aber gerade jetzt, Mitte August, bekommen wir über die Energie der Einheit, also eine Einheitsenergie, wird vom Universum auf die Erde gebracht. Und diese Einheitsenergie, die wird uns in der Seele berühren und wirklich nochmal Platz machen für unsere Besinnung und auch zu erkennen, dass wir doch alle eins sind, dass wir doch alle zusammengehören. Und völlig egal, wenn jetzt ein Mensch so eine Meinung hat und der andere so eine Meinung hat, dennoch sind wir Wesen Gottes, wir sind Seelen auf der Erde und wir sind Menschen. Und von daher habe ich persönlich sehr, sehr viel Hoffnung, dass der August uns wundervoll unterstützen wird und das Einheitsgefühl verstärken wird. Also es sind wirklich viele Energien, die jetzt so auf die Erde kommen. Und ich denke, aber mit diesem Wissen jetzt von dem Video wird es euch leichter fallen, zu erkennen, was denn eigentlich los ist und auch zu erkennen, wo genau du jetzt stehst. Wo genau man jetzt steht und dann, wenn man dann mal die Augen zumacht und bei sich bleibt und wahrnimmt, was außen herum geschieht,
dann kommen so Gefühle hoch, die du dann einordnen kannst, ob es richtig für dich ist oder nicht so gut. Und danach solltest du dann auch handeln. Du solltest also dein Leben dann so ausrichten, dass es dir gut geht. Das ist das Allerwichtigste. Und wenn es uns allen gut geht, dann ist es praktisch das Allerbeste, was uns passieren kann. Und diese Energien, wie gesagt, beginnend vom 8. August bis letztendlich zum letzten Tag im August, der letzte Tag, der bringt uns diese Erleuchtung und bringt uns auch die Kraft zum Durchhalten und nochmal ganz präsent zu sein. Diese Präsenz, die sagt aus, dass wir genau hinhören und genau verstehen, was hinter den Worten gemeint ist. Und das ist eine wundervolle Unterstützung der geistigen Welt, die für uns da ist, die uns im August begleitet und uns den August einigermaßen gut überstehen lässt. Meine Lieben, ich danke euch, dass ihr heute hier wart. Wer noch Fragen dazu hat, kann das gerne auch unten reinschreiben. Wir haben ja erstmal am 8. August haben wir unser spirituelles Treffen in Marburg, zu dem ich euch nochmal gerne einladen möchte. Wer gerne mich persönlich kennenlernen möchte, der darf dorthin kommen. Und wir werden natürlich auch die Energie vom 8. August sehr willkommen heißen und damit arbeiten. Und wir werden zusammen für den Aufstieg wirken, dafür, dass es eine bessere Welt gibt. Das ist so die Grundtendenz dieses Treffens und ich freue mich schon so sehr darauf, euch alle kennenzulernen und euch in den Armen halten zu dürfen. Und dann möchte ich jetzt gerne mit euch noch eine schöne Meditation machen, um einfach diese Energien der Erkenntnis und des Erleuchtens in uns aufzunehmen und dadurch ja eine Neuausrichtung zu bekommen, die uns alle zusammen kraftvoll und stark macht. Ja, jetzt sprühe ich mich noch ein mit Kundalini heute mal. So, und ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude jetzt mit dieser geführten Meditation. Geliebter Mensch, voller Freude begrüße ich dich heute zu dieser geführten Meditation in der Energie des Löwentores, des Erwachens und der Erkenntnis. Und ich begrüße dich auch voller Freude, weil du gerade jetzt hier in diesem Moment bei uns bist, mit uns zusammen bist und wir mit dir eine wundervolle, neue, großartige Energie kreieren werden. Denn es ist die Energie, welche am 8. August auf die Erde strahlt, die Energie des Sternentores, welche uns einlädt, unser Leben neu zu überdenken, welche unsere Seelen anspornt, uns Impulse zu senden und unseren Seelenweg zu beleuchten. Und so bitte ich dich jetzt, einen tiefen Atemzug des Lichtes der Liebe zu nehmen und dich für Smarana zu öffnen. Denn es ist die Liebe Gottes, die Nähe Gottes, welche nun dein Herz berührt, welche dir zuflüstert, du bist nicht allein. Die Liebe Gottes ist immer bei dir.
Und so dehne dich nun in dieser wundervollen Energie aus. Und spüre, wie dein Herz zu einer goldenen Sonne erstrahlt. Und nun wird dir die geistige Welt die Energien des Löwentores überbringen. Sie wird dich da berühren, wo du berührt sein möchtest, wo Heilung geschehen darf und wo Blockaden oder Hindernisse entfernt werden, wo du vollkommen neu ausgerichtet werden wirst, um durch den Monat August wundervoll und kraftvoll hindurchzukommen, um für den Monat August deinen Weg, deinen echten Weg zu erkennen, um zu wissen, wo dein Platz ist. Und mit dieser Erkenntnis, mit dieser riesengroßen Seelenerkenntnis, die sich in dir formt, welche wie von ganz allein sich nun in dir entfaltet, mit dieser Seelenerkenntnis wirst du bereichert und gestärkt durch den August hindurchgehen und du wirst dich selbst finden und verstehen, was mit dir geschieht. Du wirst verstehen, wo dein Platz ist, wo du hingehörst. Und du wirst auch die Engel fühlen, die Engel, welche immer bei dir sind, welche dich lieben, schützen in dieser schwierigen Zeit, welche dir den Weg zu Gott zeigen, deinem Schöpfer, den Weg in die vollkommene Liebe. Denn auch du bist ein Teil dieser großartigen, vollkommenen Liebe. Und so schreiten wir zusammen voran, gestärkt durch die geistige Welt und in einer tiefen Erkenntnis. Das Licht der Liebe in uns zu tragen und auf die Erde fließen zu lassen. So nimm noch einmal einen tiefen Atemzug dieses Lichtes der Liebe von Smarana und dehne dich mit diesem Licht aus, um zu spüren, wie viel kraftvoller du dadurch wirst, um wie viel mal mehr erleuchteter du wirst und um wie viel mal mehr du erkennst, welchen Weg du gehen sollst. Und dann lasse dich mit diesem Bild vor deinen Augen langsam wieder von den Engeln in dein Hier und Jetzt zurückbringen. Smarana, für dein Licht und für deine Zeit. Smarana, für die wundervollen Energien, die uns heute begleitet haben. Ich hoffe, ich konnte euch Hoffnung und Mut geben, weiterzugehen, weiterzumachen und den richtigen Weg zu finden. Wir sind alle eine große Familie und die Liebe ist das, was uns verbindet. So wünsche ich euch eine wundervolle Zeit und
Ihr bekommt noch ein Küsschen und eine Umarmung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.